Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Wir sind hier stehen geblieben und sind hier leider krepiert. So, deswegen geht's nicht. Ich bin da vorhin auch durch die Höhle gegangen. Jetzt wollt ihr mich verarschen. Gut, Sauerstoff geht noch so weit. Ja.
geschafft, scheinbar. Ich glaube immer noch, dass es eine Falle war. Der Typ wollte mich in den Tod schicken. Der komische Waffenfuzzi. Eine außerordentlich kleine Kiste, wie bestellt. Ich dachte, es wäre eine Waffenlieferung für den Goldenen Pfad. Deshalb war ich dort. Und so wie den Menschen bestimmt ist, herein zu sterben, so folgt danach das Gericht. Sie belügen dich, weißt du das? Man nennt es den Kreislauf des Lebens, aber das Leben baut auf Leichen auf. Fressen oder gefressen werden. Was ist da drin? Bei Tieren heißt es Überleben. Bei Menschen heißt es Business. Oh, sind das etwa... Business, E.G. Ein grausiges Geschäft. Was soll das sein? Mich rettete... Was ist die Mann? Das sieht ein bisschen grau aus. In den Kopf. Mein altes Ich starb. Das grausame Ich. Du hättest mich einen Warlord genannt. Aber diese Kugel schlug ein Loch in meinen Schädel, durch das Licht Gottes eindringen konnte, und ich wurde getauft mit dem Wasser der Gokafälle. Und diese Diamanten? Levitikus 17,11. Denn das Blut ist es, welches Sühnung erwirkt für die Seele. Ja, großer. Das sind Überreste aller meiner früheren Vergehen. Jeder Diamant ist eine Sünde. Und diese Hände sündigten oft. Und die Waffen für den Goldenen Pfad? Sie kriegen sie. Und mehr noch. Geh! Sag Amita und Sabal, sie werden ihre Waffen bekommen. Und vielleicht interessiert sie auch, dass Duplo eine große Lieferung Opium vorbereitet bei der Teefabrik. Warte, Opium? Noch so ein grausiges Geschäft, E.J. Nun geh! Sag's ihnen! Und wenn du fertig bist, komm zurück, denn das Werk des Herrn ist nie vollbracht. Okay, Opium. Also. Ach so. Der Windsuit geht wieder weg. Was ist Haar? Herc, oder? Herc? Yes! Herc, der ist ja hier in der Nähe. Supergeil. Der ist da unten. Oh, geil. Nee, das wollte ich nicht. Bienen. Oh, huch. Beinahe in den Abgrund gejumpt. Da unten ist grünes Blatt und... Und... hier Schatzzeugs. Das ist super. Da ist ein Bär. Toll. Okay, ein Bär. Oh, Bärchen. Ein Bär! Ein Bär! Achtung! Aha.
Bärchen. Na gut, so das Herc. Alter, episches Timing. Hier ist Herc. Ich dachte gerade, wir müssen mal wieder was Großes zusammen machen und boom, da bist du. Du hast angerufen und was Großes zusammen machen? Die Affen und Bananen. Schnell, woran denkst du, wenn ich Affe sage, Mann? Bananen. Statuen, Mann. Paar ganz Affenstatuen. Ich war, weißt du, früher nicht immer nett zu meinen engsten Verwandten, den Affen. Und ich würde das von damals gerne wieder gut machen, das mit den C4-Westen. Den was? Wie ein 12-Schritte-Programm mit Waffen. Ich würde selbst machen, weißt du, ich habe Coco 6 und Bongo 2 mitgebracht. Aber die haben kein Körperfett, Mann. Die erfrieren schneller, als man Affe am Stiel sagen kann. Das ist das Problem, weil auf der Straße heißt es, es gäbe eine Affenstatue in einer Eishöhle ganz oben in den Bergen. Und ich weiß wo. Warte, welche Straße? Die Straße, Alter! Hör zu, die Royal Army sucht auch nach der Statue. Also hopp, hopp! Affenstatue. Okay, nichts Böses sagen. Ah! Es sollen ja 3 Missionen geben. Nichts Böses sagen, nichts Böses sehen, nichts Böses hören oder sowas, oder? Nichts sagen, nichts uns hier. Nichts sagen, nichts sehen, nichts hören. Standard. Gucken wir mal. Gut, ich bin fast da. Das heißt, hier hinter ist es. Okay, die Waffen sind weg, also ist hier erstmal. Wo ist? Hallo AJ. Oh Gott, zum Himalaya schon wieder? Oh, super. Eben weg und schon wieder da. Wahrscheinlich, weil ich gerade die Mission fertig habe, deswegen ist der Herc aufgetaucht. Aber der Schneesturm ist weg. Ach du Scheiße. Okay, das war schon kein Böser. Okay, das ist auf jeden Fall Gegner. Die ist da.
so war das nicht geplant. Ich dachte, das dumme Ding hat einen Schalldämpfer. Erstmal den. Das. Gut, hier ist auf jeden Fall ein Schatz noch. Eine Beutekiste. Wie ich schon sehe. Die Munitionskiste, das ist sehr gut. Da ist noch eine Beutekiste. Bevor ich nämlich die Affenstatue plündere, ich erstmal ein bisschen. Steht hier sicher. Hier wird wahrscheinlich das gleiche machen. Da
dann gehe ich jetzt erstmal nicht hin. Gut. Dann holen wir uns die offene Statue. Hier ist eine Kiste, aber sie ist leer. Alter, vermassel mir nicht die Tour. Warte. Halte deine blauen Eier fest. Wenn ein paar ganz Gorillas noch da oben sind, wette ich Kohle gegen Jungfräulichkeit, dass sie die Statue auch nicht haben. Vielleicht liegt die Affenstatue noch irgendwo auf Eis. Oh, ja, warte. Ich habe mich gerade auf eine Idee gebracht. Voll das versteckte Wortspiel. Guck dir den Gletscher an. Ich hab's doch irgendwie gewusst, dass das da ist. Irgendwie habe ich es gewusst. Was war das? Irgendwas habe ich gerade gesprengt. Ich habe wahrscheinlich den freigelegt gerade, den Affen. Jetzt unterhalten wir es. Super geil. Kim, Musik ist aus. Ja. Ich wollte nicht das Gewehr. Definitiv muss ich hier lang. Okay, da sind noch mehr Gegner. Ich find's gruselig hier. Stell dir vor, du wirst da runtergezogen und findest nicht mehr raus. Ja, dein Herz schlägt langsamer und Ertrinken dauert 10-mal länger. Eine der schlimmsten Todesarten. Ich will echt nicht darüber reden. Nicht nach Schultern fahren.
Ins Klo. Ja gut, ich würde aber sagen, an der Stelle hier mache ich mal kurz einen Cut. Sorry, ist eine doofe Stelle, aber muss leider sein. Und wir sehen uns gleich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Shadow Mask. Ciao.